Ein herzliches Komm auf der Güter. Wir machen gerade ein bisschen Heu für unsere Tierchen, dass wir auch was wieder haben, für, dass sie das hier auch füttern können. Weil ich habe gesehen, dass die hier nur Heu und Gras haben sollen als Zweitfutter. Und das Heu haben wir ja nicht. Also müssen wir uns nochmal vorbereiten. Und das machen wir jetzt auch. Dann muss ich noch gucken, dass wir noch ein bisschen Gras organisieren mit einem Grasfeld oder so. Ich hoffe, dass es noch eins kaufen oder so. Vielleicht. Wenn man, das werden wir dann gleich noch sehen. Und ja, nicht, dass euch wundert, warum ich jetzt so ein bisschen hin und her, mein Lenkrad ist immer noch kaputt. Bin aber noch ab und mal drauf und dran, um das zu reparieren, bis ich es wieder habe. Weil mich das doch ein bisschen wurmt, dass das kaputt gegangen ist. Aber zur Not muss ich jetzt erstmal so noch Stoff von mitnehmen. Das geht aber auch so. Kriegen wir ja hin. Ist halt ein bisschen blöd für mich, dass ich jetzt ein bisschen nicht die richtig spalten kann. Aber naja, kaputt ist kaputt. Und reparieren kann ich es nochmal, wenn alles gut läuft. Ansonsten, ja, wie schwarz neues kaufen kann ich mir nicht. Und von daher muss ich jetzt gucken, dass ich das auch noch so vorliegt nehme. Naja, blöd gelaufen. Aber wir müssten, wenn wir jetzt demnächst jetzt noch gucken, dass wir nach vorspülen können. Dass wir bildmäßig vom von der BG ab bekommen, dass wir uns wieder was kaufen können. Demnächst, weil die Rollen wollte ich nicht unbedingt immer jetzt hier als Heu haben eigentlich, sondern eigentlich nur für die Lager. Und ich wollte eigentlich normalerweise Kleinbeinen machen für das Heu. Aber da ich leider noch nicht genug Gitsche, weil die Presse kommt schon alleine 30. Mit allen drum und dran. Und da werden wir ja gleich wieder pleite. Das wollte ich nicht, falls ich irgendwie noch Sprit kaufen muss oder so. Sprit sieht ja selber, das dauert immer lange. Dann braucht der Große hier mal wieder ein bisschen Sprit. Und das ist dann wieder fatal, weil man da kein Geld hat dafür. Und Getriebe wollte ich auch nicht nehmen. So, gut, dann werden wir noch mal gucken, dass wir demnächst jetzt noch mal ein paar Aufträge annehmen, zwecks Düngen. Weil Dünger haben wir ja ohne Ende. Dass wir da noch mal was rauskriegen. Und dann wollen wir hoffen, dass das alles so weiter funktioniert, wie wir wollen. Ich hätte mir auch schon noch überlegt, dass ich vielleicht schon die Schafe noch mit dann schaffe, aber da müssen wir auch einmal Geld haben. Naja, egal, gut.
Wir müssten demnächst auch noch den Drescher noch organisieren. Richtig, genau, den Dreschgerät brauchen wir noch. Ja, dann haben wir bald nämlich die ersten Strohernten. Weil wir hier mittlerweile auch schon so weit, dass es normalerweise sein müsste. Weil es Hafer und Hafer müsste eigentlich nochmal weit kommen. Wegen Abernten. Aber da werden wir mal gucken, was wir dafür einnehmen. Und wenn wir noch so einen kleinen Fahrer uns besorgen, wäre auch nicht weiter verkehrt. Wir auch nehmen. Geht ja nur darum, dass wir erstmal so ein bisschen abernten können. Ja. Aber das ist halt noch so gerade noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wollte ich mal so behaupten. So, was wäre das erste Feld? Dann werden wir erstmal gleich erstmal darüber auf das andere fahren. Alles schon vorbereitet, dass wir nur drauf fahren können, wir brauchen. Warum nimmst du das nicht an? Naja. Problematisch. Solange wie es nicht runterrollt, die Rolle rollt auch nicht. Nee. Ist gut. Da wollen wir hoffen, dass wir dann bald auch unsere erste Milch bekommen. Aber dafür müssen wir auch wieder nochmal vorspulen. Dafür brauchen wir das Futter. Das war auch füttern können. Weil das sonst ohne Futter ist immer blöd. Soll ich mal so behaupten. Warum nimmst du das jetzt nicht an hier? So breit. Und dann muss ich auch wieder mal noch ein bisschen sagen, dass ich jetzt Sonntag und Samstag keine Aufnahmen machen konnte, weil es mir nicht so gut geht. Und ich hoffe, dass ich die jetzt für die Montagsschichten, Montag die Woche wieder ein bisschen was machen kann. Auch mit unserer anderes Projekt. Müssen wir auch wieder vorankommen. Und schauen wir mal. Bin ja optimistisch, dass es vorangeht wieder. Aber kommt Zeit, kommt Rat und Tat und naja, ihr wisst ja sonst, wie es immer so ist. Na? Na, schauen wir mal. Und dann muss ich mir noch was mit einfallen lassen, dass das da irgendwie reinkommt oder so. Weil das ist blöd, dass da so ist. Na Gott, zurück, schnell. Bei Rollen ist das Problem, wenn du da automatische Ausklingungs hast, dass du eine bestimmte Zeit hast, um zu reagieren. Aber wenn man es kann, nicht kann, direkt kann, aber wenn man halt aufpasst, dann geht es schon. Aber das ist trotzdem noch eine kleinere Herausforderung.
Im Gegensatz zur ganz normalen Presse. Aber hier lieben wir die Herausforderungen. Und dann müssen wir auch hoffentlich kriegen wir demnächst auch immer gut Geld, dass wir auch die nächsten Investitionen in der Hinsicht machen können wegen neue Felder, weil ich muss auch anders arbeiten noch, dass wir ja vernünftig ansehen können, dass wir auch düngen können. Weil das sind ja hier keine düngbare Felder, finde ich. Ich muss noch mal kurz mal testen, ob das funktioniert, aber ich glaube eher weniger. Oh, das sehe ich gleich noch. Mal gemütlich, ja. Na, die ist richtig. Die Ecke, die muss natürlich auch schon, ist klar. No. Und das will ich auf jeden Fall noch in dieser dann noch bewerkstelligen. Okay, dass ich auch hier noch ein bisschen mehr runterholen kann. Wir haben hier noch diese Felder. Bleibe liegen. Und ich muss ja das bestmöglichste Ergebnis erzielen, dass ich auch dementsprechend nicht dastehe und mache kein Futter mehr für meine 30 Tierchen da hinten. Und da müssen wir auch noch gleich nochmal gucken. Aber ich bin in guter Hoffnung, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ist halt eine kleine Challenge noch hier, dass wir das auch, dass es passt. Und von daher ist das in Ordnung so. Ey, also, okay, da habe ich ja eine gesteckt. Hätten wir das Fett auch so weit durch und da könnten wir nämlich nochmal gleich mal gucken wegen Düngen und das vielleicht noch. Das noch anschubsen hier und dann müssen wir mal gucken, dass wir demnächst auch Equipment mal organisieren, weil wir brauchen unbedingt was. Ich hoffe nur, dass es nicht alles noch so teuer wird oder wie auch immer. So, Frontlader, vielleicht machen wir den doch auch mal wieder ab, aber ich finde die haben irgendwie was, das was sie dran haben. Jo. Vielleicht werde ich auch nochmal hier die Glasbrosse tauschen. 6 die Bandier, die ich habe, nutzen. Weil größeres Rollengröße. Die ich dann drauf habe, benutzen kann. Weil das ist 1,80 Meter dann. Dass wir ein bisschen mehr Volumen drin haben in der Balle. Und dann geht das erste seinen Weg hier. So, die letzte. Dann werde ich gucken, dass wir erstmal düngen.
das sind die beiden Felder und oder ob es erst funktioniert. Mit Düngen wäre natürlich nicht verkehrt, wenn das funktionieren würde. Nur noch eine Balle raus, können wir keine mehr raus. Natürlich nicht. Gut, dann fahren wir gleich hier hinten lang. Und stellen die vorne wieder auf, diesmal vorne an die BGA. Und fahren gleich da von der BGA mit dem kleinen Deutz los und holen uns auch mit dem Düngerstreuer. Dass wir den Dünger streuen können. So. Ich habe mir auch noch einen Schwadel, wie ihr seht, schon organisiert. Und einen Wender. Ja, doch, erst nur einen Wender. Weil einen Schwader hatte ich ja schon nur. Das ist das Blöde mit ohne Lenkrad, wenn man es nicht gewohnt ist. Dann kommt man ganz schnell in die Bredouille. Aber das ist erstmal unwichtig. Gut, da sind wir schon wieder auf unserem Hof. Und dann geht's rund jetzt. Oh, das ist schon wieder leer. Auffüllen. Auffüllen, sagte ich. Leer. Ja, super. Ich habe bald keinen Dünger mehr. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Müssen wir demnächst organisieren, aber das wollte ich von anderen. Oh. Ich kann mich gleich da hinten an der Stichste nicht kaufen, weil ich direkt. Da brauchen wir die Decke nämlich nicht mehr. Und das können wir auch dementsprechend auch genau gut damit wegstelligen. So, ich werde gleich mal hier oben anfangen. An dem Feld, ob das funktioniert. Ich gerade sollte ich vielleicht auch mal anheben. Das ist ja auch schon gemäht gewesen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, dass wir das düngen können. Das sieht gut aus. Dann machen wir das auch mal ganz schneller. Dass wir auch dementsprechend den Ertrag wieder kriegen. Ich werde das jetzt nicht ganz gut aus im Richtigen. Weil ihr habt ja selber gesehen letztens, dass es hier so ein bisschen problematisch gewesen ist mit dem Mähen. Das liegt immer noch an der Karte. Da sind die Begrenzungen relativ dick gezeichnet und ein bisschen verschoben. Die sind nicht direkt auf der Grenze gemalt worden. Und dann müsste man rein theoretisch nochmal ein bisschen nachjustieren.
Aber das ist eine andere Geschichte. Wir müssten eigentlich dann Modder machen. Von der Karte. Weil, wie gesagt, wo ich ungefähr jetzt gerade die Hälfte von dem, was ich hier gerade streue, ist eigentlich normalerweise vergeben. Weil ich kann es zwar mähen, aber aufsammeln ist Tempo. Wie ihr schon gesehen habt, ist ab und zu mal hier so eine Lücke drin, wo es heißt, ja, kein Zugriff zu diesem Land. Und das ist halt das Problem vom, dass sie einfach nicht richtig bezeichnet wurde. So, aber ich sehe schon gerade, dass wir schon wieder fertig sind mit der Folge heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Und bis dann. Ciao, ciao.